Moino! Willkommen zurück zu Miitopia! Auch den Finsterforce werden wir, wie die Zitrusöle, wo wir Misty gerettet haben, wieder streamen. Der gestrige Stream war richtig geil, fand ich. Da konnte man echt einiges rausklippen. Mal schauen, was heute so geschieht. Rein in den Aal und willkommen an alle, die an diesem sonnigen Nachmittag da sind. Das ist der Finsterforce. Und witzigerweise komme ich selber auch gerade aus einem Wald. Hopp, los. War sehr entspannend. Meine Güte, ist das düster hier. Das ist ja total unheimlich. Selbst wir Feen meiden diesen Ort. Es treiben finstere Mächte ihr Unwesen in diesem Wald. Und deine Schwester ist ganz sicher hier? Ja, ich habe so Angst, aber wir müssen weiter. Ich hoffe, es geht dir gut, Pauline. Oh, yes, das hoffe ich auch. Pauline ist schon auch echt ein schmackhaftes Mädel, ne? Oder seid ihr eher so Team Misty oder gar Tetra? Ein Troll als Gegner. Ja, gut. Passt in diesen Elfenwald, warum nicht? Mach mal so. Oh, der hat aber gar nichts auf dem Kasten. Loser. Ich hätte ewig so weitermachen können, Mama Mia. Ein Trollkringel, oh, eine Art Donut. Ja, muss man mögen, ne? Muss man mögen. Mir ist es, ehrlich gesagt, ein bisschen zu süß, der Stuff. Waldnüsse. Hätte ich vor kurzem noch komplett abgelehnt, aber mittlerweile, zumindest mit guter Schokolade, also sprich ein sehr hoher Anteil an Kakao, würde ich auch sagen, ja, schmeckt. Und ist dann auch gesund. Tanzen mit den Kobolden. Ah, wie schön. Aber ich hau sie dann doch lieber in die Hölle. Ich bin Team Misty, Misty, Misty. Oh ja, doch, ich lese ziemlich häufig Team Misty im Chat. Neuer Sessel? Ja, guck mal auf Instagram. Schön gemacht, Juli. Ich gebe ihm den Rest. Und ich helfe dir. Ah. Love. Geschafft. Geil. Läuft bisher gut. Noch ein Kringel. Ja, ich werde das mal an alle verteilen und dann mal schauen, wie sie drauf reagieren. Ich persönlich würde sagen, ja, so mittel. Ab und zu kann man das mal essen, aber ich würde es dann doch eher lassen, wenn ich nicht muss. Lieber Nintendo, ich wollte dir schreiben, wie toll Nintendo ist. Sie haben die Nintendo Switch Pro zwar immer noch nicht revealed und bringen seit 1,5 Jahren keine neuen Spiele, aber ich kaufe trotzdem alle Ports. Ja, das weiß ich. Sehe ich an der Aktie. Maximilian Golke, danke dir für die Mitgliedschaft. Willkommen im Stream. Level 7 mit Juli erreicht. Beste. Ein Krankenbesuch erlernt. Oh, endlich kommt das letzte Teammitglied. Jemand will sich dir anschließen. Das hat so lange gedauert wie noch nie, glaube ich. Ulala, Leute. Und ich habe mich entschieden für jemanden. Und zwar für Ori. Aus Ori and the Blind Forest, beziehungsweise Will of the Wisps. Ich würde ihn eigentlich nett einstufen, aber ich glaube, ich habe schon so viele nette Charaktere. Verträumt passt auch ganz gut, oder? Finde ich. Oder entspannt, nee. Wir nehmen verträumt. Und er wird eine Blume. Auch das passend, wie ich finde. Man
hätte den Krog vielleicht auch in diese Klasse stecken können. Aber als Unhold ist es wegen dem Meme halt doch ein bisschen cooler. Und wir können ja scheinbar später tauschen. Ori 1 und 2 sind super Games. Oh ja. Gehören auch zu meinen All-Time-Favorites und die Let's Plays waren ebenfalls nice. Vorsichtig hätte man auch nehmen können. Ja, stimmt. Aber es gibt viele Optionen. Ich glaube, wir haben verträumt nicht so oft. Nehmen wir mal verträumt rein. Blume Ori ist dabei. Bin ich der Letzte? Momentan schon. Ich heiße Ori. Ich stoße vielleicht etwas spät zum Team. In der Tat. Ja, es sind fast alle nett bei dir. Das auch wieder nicht, aber ein bisschen zu viele. Ich nehme halt auch nur Charaktere, die ich fühle ins Team. Ich kann da nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, Osama oder so reinnehmen. Aber so spät bin ich generell nie. Ehrlich. Naja, es waren jetzt schon einige Parts, bis du dich endlich angeschlossen hast. Aber ja, hast recht, besser spät als nie. Warum hast du die Saw-Puppe da drin? Ich habe einigen geilen Scheiß und bin noch längst nicht fertig. Ich warte nur auf Möglichkeiten, die einzubinden. Das ist richtig, richtig geil. Ich habe jetzt auch extra noch ein paar Mies vorher gelöscht, damit ihr nicht zu sehr gespoilert werdet. Aber guckt am besten nicht in die Liste, da schadet ihr euch nur selber. Lasst es lieber, lasst es. Endlich! Wir sind nun zu viert. Ah, ist das toll. Ori, wurde aber auch langsam Zeit, dass du kommst. Echte Male. Sorry, Leute. Was hast du die ganze Zeit getrieben? Oh, um ehrlich zu sein, hier gewartet. Hä? Ich stand die ganze Zeit hinterm Gasthaus und hab gewartet. WTF? Oh. Gewartet und gewartet. Das war so einsam. Doch nicht, doch. Alles wird gut. Ich gebe dir ein paar Münzen zum Kuscheln. Ja, jetzt haben wir dich ja gefunden, Ori, ne? Zum Wohl! Alle besaufen sich mit dem Kai Pirinha. Und ich freunde mich gleich mal mit Ori an, würde ich sagen. Wieso habe ich jetzt Juli aussortiert? Tschüss. Nein. Die geht mit Mario in ein Zimmer, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie das Zeugs hier jedem schmeckt. Angriff und Magie werden erhöht durch die Trollkringel. Das ist schon ziemlich geil. Oh, ich bin sogar hochzufrieden. Naja, wenn man sich's ab und zu mal gönnt, okay. Wow, und Ori explodiert. Echt? Juli sagt zum Koboldschinken, ist okay? Dann fress den mal weg. Damit wir den los sind. Du kriegst noch den Schmutz. Und die Nüsse? Was machen wir mit den Nüssen? Eigentlich würde ich die gerne für Ori aufheben. Oder wer knallt ihm gleich rein? Komm. Ja, hochzufrieden, alles klar. Dann. Marshmallow. Und für Mario der Toast, bevor er anfängt zu flennen. Alright. Wollt ihr euch auch neue Ausrüstung gönnen? Ja, Juli kommt jetzt so langsam in den Bereich, wo man sagen kann, das ist einigermaßen ansehnlich. Ich werde zwar immer noch bei ihrem Standardkleid bleiben. Obwohl, jetzt wo sie es anhat... Schon... Nicht schlecht. Ja, komm, lass wir es mal. Damit wir mal ein bisschen Variation hier reinkriegen. Und weiter. Oder? Warte, zurück. Eigentlich wäre es klug, wenn wir direkt mit Ori auf einen Ausflug gehen. Damit man zumindest mal Freundschaftslevel 1 hat. Ab ins Kino! Das ist halt das Ding. Wir müssen jetzt Ori wie ein kleines Baby behandeln. Und ganz schnell uns mit ihm anfreunden. Und nicht nur wir, sondern alle anderen auch. Ah, kein Kinobesuch ohne... Popcorn! Njam. Oh, der Film geht los.
Da hinten ist Mickey Maus. Und Crash. Was wird sich gegönnt? Ein langweiliger Film offensichtlich, zumindest für mich. Oder? Wow, das war gut. Ja, ich liebe das Popcorn. Ich hab doch den ganzen Film verpennt, oder? Es war wahrscheinlich so ein stinklangweiliger, weiß ich nicht. So eine Biografie. Von irgendeinem Typen, den ich nicht kenne. Was? Nein, Ori kommt mit. Alter, wieso muss ich das denn immer standardmäßig aktivieren? Mickey Mouse ist sehr cursed. Alles hier ist cursed. Mitopia ist cursed. Wenn ihr im Duden schaut, Definition Mitopia, cursed. Obwohl es ein englisches Wort ist, aber egal. Pauline war auch da. Ja, aber die kennen wir ja schon. Witzigerweise ist Pauline ja die letzte Elfe, die wir retten müssen. Warum haben wir sie denn nicht einfach aus dem Kino mitgenommen? Lul. Drei Kobolde. Ach, damit werden wir fertig. Dom Dom, danke dir für die 5 Münzen über den Superchat. Ehrensport. Gib Ehrenkuss. Ich habe auch neue Schlachtrufe aktiviert. Für mich und für Mario. Weil ich hatte ja keinen. Achtet mal drauf. Ist ein ganz toller. Es war ein Til Schweiger-Film. Also, ganz wenige von denen sind ja auch ganz gut, aber überwiegend, ja, schwierig. Das stimmt. Aber ich muss wirklich zugeben, ich mochte kein Ohrhasen damals sehr. Nein, Juli! Aber Mario schreitet sofort ein und belebt sie wieder. Habe ich die Kobolde unterschätzt? Die rasieren ja jetzt doch. Aber sie hätte sich auch vorher heilen können. Warum setze ich denn jetzt Panzerung ein? Oder war das eine automatische Technik? Ach so. Ah, okay. Okay. Mit Schnauben sollten wir sie wegbekommen. Aber die haben doch was drauf. Aufpassen. Aber Juli war schon immer sehr anfällig für die Angriffe. Bei ihr müssen wir echt langsam mal den Hebel umlegen, dass sie nicht so schnell down geht. Wie mache ich das denn? Ich habe sie ja schon unendlich mit KP gepusht. Vielleicht sollten wir das nächste Mal noch mehr auf Verteidigung gehen. Level up für mich und für Mario. Und auch Ori. Der gleich mal Blumenduft lernt. Stelle mit süßem Blumenduft HP wieder her. Oh, perfekt. kann er sich genau wie Mario um Peach kümmern. Ja, jetzt sage ich schon wieder Peach, Alter. Es ist doch zum Kotzen. Ich meine Juli, zerfix. Und Bonuserfahrung. Dann kommt er gleich mal auf Level 4. Schön schnell aufgeschlossen, der Süße. Und er lernt Tau des Lebens. Wow, das passt ja super gut zu ihm. Lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen riechen. Also, wenn er das bei mir machen würde, dann würde ich wieder umfallen aufgrund von Pollenallergie. Also bitte nur auf die anderen zwei anwenden. Oh, hat man den Schlachtruf schon gesehen? Ich hab's jetzt gar nicht bemerkt, aber... Ja, doch. Ja, okay. Ist ein passender, ne? Nicer Spruch. Ich glaube auch. Oh, ein Wollpanzer. Schön kuschelig. Hier im Wald ist es ja etwas kälter. Das sieht so dumm aus. ich nehme mal einen grün. Das hat für mich so Mario Party 2 Vibes. Das war das beste Minispiel einfach, wo man sich mit den Panzern abschießen musste. Oh ja, wobei Hexagon Chaos ist ja mein Lieblingsgame, aber das mit den Panzern ist safe das zweitbeste. Du, flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Und weiter. Ich glaube, ich gehe ins Zimmer von Mario und Juli macht einen Ausflug mit Ori in den botanischen Garten.
Kultbringer, danke dir für die 2 Münzen. Könntest du Claude als Dieb nehmen? Ich glaube, das war jetzt das letzte Teammitglied, aber guter Vorschlag. Der passt natürlich optimal als Dieb. Boah, ist das grün hier. Und es duftet so herrlich. Boah, es ist so erfrischend. Und die Sonne ist so angenehm. Ein wahres Sonnenbad. Ihr seid doch in dem Gewächshaus. Ja gut. Wie donatet man? Der Link wird ab und zu in den Chat gepostet. Ansonsten, Super Chat ist im Chat integriert. Angeben gelernt, Juli und Ori. Passen namentlich auch so gut zusammen. Juli und Ori. Klingt gut. Klingt gut. Fütterungszeit. Und wir können den Koboldschinken auch mal bei Ori ausprobieren. Ist er der Erste, der ihn feiert? Oh ja, er sagt zumindest geschmeckt. Wobei, bedeutet geschmeckt. Na gut. Wolkenwatte. Schmeckt auch. Und ich weiß, du magst ihn nicht, aber du brauchst mehr Abwehr. Es tut mir leid. Was? Ori feiert den Grillskorpion? Lol. Okay, dann wird er den über die nächste Zeit einverleibt bekommen. Wow, der ist geil, der dunkle Eisenfächer. Hol ihn dir, Juli. Lelong Ni, danke dir für 20 Münzen. Könntest du mal Team Sonic Racing, eine Alternative von Mario Kart, als Let's Show oder Let's Play spielen? Es gibt auch einen Story-Modus mit Missionen. Es würde mich freuen, wenn du es zeigst. Schönes Wochenende. Bestimmt mal, ja. Ich habe auch vor, Crash Team Racing mal in Let's Show zu integrieren. Sonic vielleicht auch, obwohl ich nicht der größte Sonic-Fan bin, leider. Yes, endlich mal ein gescheites Geschoss für mich. Wetten, jetzt kaufe ich wieder eine Banane. Es war... Ach nee, doch nicht. Ich hab nur das Baby gesehen und dachte schon, Banane. Aber nein. Eine Bombe. Perfekt. Hat Juli auch beide Ori Games gespielt? Nee, nur das zweite. Das erste hat sie bei mir gesehen und das zweite hat sie dann selber gespielt. Großartige Games, die jeder gezockt haben sollte. Haben wir jetzt schon einen Ausflug gemacht? Ah, doch, haben wir. Haben wir, ja. Dann... weiter. Wie sieht's mit Hollow Knight aus? Ja, kommt auch irgendwann. Du hast 5 verschiedene Geschosse, die bevorzugte Waffe der Panzer gesammelt. Und 5 verschiedene Fächer, die bevorzugte Waffe der Prinzessinnen. Jetzt mittlerweile bin ich mit den Sachen, die wir so haben, recht zufrieden. Oh, und da vorne ist noch eine Truhe. Da kriegen wir doch sicherlich auch was Tolles raus. Aber erstmal weiter. Sag mal, du verfolgst tatsächlich den dunklen Fürsten Ganondorf? Yep. Du bist so tapfer. Ja, willst du mir deine Handynummer geben? Später vielleicht. Von deinem Mut sollte ich mir ein Stückchen abschneiden. Das solltet ihr alle. Ey, optisch ist diese Welt auch wieder so genial. Ich mag das so richtig, wie wir auf dem Moos von dem Baum entlang laufen. Ich habe auch sehr geile Fotos heute geschossen, die man wahrscheinlich demnächst auf Instagram sehen wird. Das wird sehr ansehnlich. Aber Juli bekommt immer noch so viel Damage. Oder meint ihr, das ist bei allen so und nur nicht bei mir, weil ich halt der Panzer bin? Der Panzer hat halt hohe physische Verteidigung und guten Angriff. Vielleicht sind die Kobolde ja an sich super stark. Nur aufgrund meiner Panzerung spüre ich das nicht so. Nein, wirklich? Juli ist sauer! Weil sie sich bei dem Geschoss verletzt hat. Ah, crap. Also hat dieser Move noch einen weiteren Nachteil. Ich hab's fast geahnt. Weil man sich ja immer mit demjenigen, den man schießt, so ein bisschen in die Haare kriegt.
dann wäre es wohl besser, wenn man da häufiger mal durchwechselt. Aber ich merke gerade, der Panzer ist generell eine Klasse, die sehr auf Messers Schneide gebaut ist. Du hast immer auch irgendwelche Nachteile. Aber jetzt geht's mir schon besser. Okay, schön zu hören. Trotzdem muss ich da aufpassen in Zukunft. Nein, neue Banshees? Aber keine Reaktion von Nintendo. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, Mario wird langsam aggro. Gut, sehr gut. Zeig, was du kannst, Priester Mario. Und auch du, Ebola! Schnauber! Yes, die Banshees down. Banshees waren immer sehr, sehr fiese Gegner. Daumen hoch, Misty. Deswegen nehme ich die ernst. Die Fächerwelle, die feiere ich. Die ist sehr, sehr gut. Das war's wohl. Ich bin Magier. Ja, ich glaube, Magier ist auch eine der besten Klassen. Gerade so für einen selbst, glaube ich, ist das eine der besten Klassen, würde ich fast sagen. Es wird dunkel. Eine Prinzessin ist eben kein Tank. Ja, absolut. Also eigentlich macht es ja Sinn, dass sie auch viel Damage frisst, ne? Eine Prinzessin ist halt eher zierlich, so... Ja, macht Sinn. Hey Leute, wir sollten eine Runde quatschen. Einfach mal die Atmosphäre genießen. Und dann... Was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst! Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich höre nicht zu! Wo ist mein Gesicht? Oh nein, nein, nein! Ach komm! Jetzt habe ich auch noch Stress mit Mario wegen dieser verdammten Gruselgeschichte. Dafür kann ich doch nicht mal was. Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten, aber Mario ist nicht begeistert. Denn er hat sich die Hosen vollgeschissen. Uff, was mache ich denn jetzt? Alle hassen mich auf einmal. Und dann kam der Morgen. Aufwachen. Ich bin Krieger. Ja, Krieger ist auch okay. Deswegen habe ich den ja auch am Anfang gewählt. Die Anfangsklassen sind schon sehr solide, denke ich. Todbringer, danke für eine Münze. Und unser Streuer wird mal wieder verbessert. Sehr gut. Nächster Buff auf 850. Uff, jetzt Doppelbeef. Ja, ich muss da was gegen tun. Das ist ja auch über die Ausflüge möglich, ne? Werden wir dann gleich mal machen. Aber erstmal schauen wir, was Juli und Ori so treiben. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen, so ohne Dommy. Oh nein, was ist los? Er hat mich verletzt und das finde ich nicht gut. Ja, ich hab's gesehen. Er hat dich mit voller Wucht auf den Boden knallen lassen. Ja, ich glaube, ich habe den falschen Mann. Würde ich auch sagen. What the fuck? Level 3, Ori und Juli. Warnen gelernt. Oh, was ist mit mir? Das habe ich nicht gern gehört. Mario, wir müssen reden. Am Strand. Wie geil wäre das, wenn man, wie in Miitopia, immer wenn man will, zum Strand gehen kann. Egal wo man ist. Es scheint in diesem Spiel ja immer irgendwo einen Strand zu geben. Einfach nur Hype. Oh, guck mal, eine Flasche. Ist da eine Fee drin? Du meinst wie ein 3D-World? Ja. Mach mal auf. Ich gucke mal nach. Es ist leider nur McDonald's-Coupon-Werbung. Naja, ist auch ganz geil. Dommy, der Frauenschläger. Hey! Ich hab sie geschossen. Das ist ein Unterschied. Steht so bestimmt nicht im Gesetzbuch. Ich bin frei. Mir kann keiner was.
Ist ja richtige RTL-Soap hier. Schon etwas, ja. Magie und Angriff, ja, komm. What? Sie sagt Nein zum Süßkram? Als Einzige? Überraschend. Aber besser für die Figur, ne? Sollten wir auch lassen. Wie gesagt, in Maßen okay, aber sonst... Was ist das? Würde diesen Scheiß irgendjemand anziehen von euch? The hell? Du kaufst das und verbrennst es. Verstanden? Schmutz. Und weiter. Die Katze ist die beste Klasse, mit der kann man den Maximalschaden erreichen. Habe ich ein paar Mal in den Comics gelesen, ja. Aber das macht das Game dann ja auch wieder zu einfach, oder? Und das erreicht man ja auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Also wenn die anderen Charaktere einen sehr mögen und gewisse Events eintreten. Aber ja, für starke Einzelgegner ist die Katze wohl das Heftigste. Das ist richtig. Ich mag aber eigentlich Klassen, womit man mehrere Gegner angreifen kann. Das habe ich mir eigentlich bei dem Panzer auch erhofft. Und ja, ich habe auch so einen Move. Aber ich treffe halt auch meine eigenen Teammates. Und wenn die mich die ganze Zeit hassen, dann ist das keine Lösung. Ein Matrosenkleid. Soll ich euch was sagen? Ich wäre niemals darauf gekommen, dass das ein Matrosenkleid sein soll. Für mich ist das eher was Anrüchiges. Das hat ein bisschen was von so einem Playboy-Kleid. Gefällt mir! Schauen wir nochmal die anderen Farben durch, aber nee, wir nehmen auf jeden Fall das Rot. Das Rote, amore, amore! Tragen. Oh yeah, baby. Yeah! Ich verstehe mich gut mit Misty. Ah. Gut, dann kannst du ja endlich von Julie ablassen. Neuer Angriff. Von einer bösen Banshee. Als ob die anderen nicht auch böse gewesen wären, weißt du? Später kannst du ja den Dieb wählen. Möglicherweise, ich muss mal gucken. Eigentlich habe ich für mich selber eine andere Klasse im Sinn. Aber vielleicht wird ja von den vorhandenen noch jemand ein Dieb. Wir werden sehen. Auf dem 3DS ist das weiß. Ach stimmt, ich glaube auf dem 3DS gab es noch keine Farbvarianten, oder? Von den ganzen Outfits. Das ist dann ja schon ein großer Bonus in der Switch-Version. Yay, der Ärger zwischen Domi und Mario ist vorbei. Domtendo wurde verziehen. Ja, weil ich auch so eine schlimme Geschichte erzählt habe, weißt du? Mann. Was eine Heulsuse. Ich glaube, ich gehe jetzt schmollen in den Stall. Und Mario freundet sich mit Ori an. Bei einem Parkbesuch. Ja, jetzt hat Juli was Tolles an. Sieht aber auch eher wie ein Gothic-Kleid aus. Ein bisschen, ja, aber ich weiß nicht, hat Style. Ich mag's. Doch, es gibt die Farbvarianten auch auf dem 3DS. Achso. Wollen wir gemeinsam hier schwimmen? Und was essen vorher? Ein leckeres Sandwich? Was passiert denn jetzt bitte? RIP! Komm, ich teile mit dir. Oh, wie süß. Das ist bestimmt das Maximum-Event, ja. Ist auch so. Okay, ultra heftig. Das war schön anzusehen. Aber was gab's denn dann in der 3DS-Version nicht? Ich habe mal irgendwas in den Comics gelesen.
Was war denn das? Also außer das Pferd. Da war noch was anderes. Klärt mich mal auf, damit wir keinen Schwachsinn hier reden. Oh. Schönes Herbstblatt. Oder gibt's jetzt einfach mehr Variationen? Kann das vielleicht sein? Mach Ausflug mit dem Pferd. Ja, stimmt. Könnte man machen. Dann kommen wir auch schneller auf dieses Hype-Level 15. Und so ein Ausritt im Wald, seien wir ehrlich, mega schön. Oh, wo kommen wir denn da hin? Auf einen Jahrmarkt mit einer Burg. Macht Sinn. Epona, wo steckst du? Ach, fast vergessen. Lol. Ich habe hier eine Karotte für dich. Boom. Die Ausflüge sind neu. Ah, genau, ja. Ja. Jetzt fällt mir auch ein. Das war's. Und das Make-up, aber das ist ja klar. Der Mii-Maker ist komplett aufgefrischt worden hier in Miitopia für Switch. Aufsatteln 2 gelernt. Reiten kann man nun auch zu zweit. Ach stimmt, das hatten wir schon mal. Mit irgendeinem anderen Charakter. Was ist das denn Leckeres? Das würde ich sofort verputzen. Mmh. Was? Lächerlich. Es gab keine Ausflüge, kein Pferd, neuen Bonus-Endkampf und Make-up. Ja, genau. Das mit den Ausflügen ist mir entfallen. Das meinte ich. Haben wir das geklärt? Alright. Vielen Dank für die Info. Oh, ich bin jetzt aber traurig, dass mir dieses Brathähnchen nicht geschmeckt hat. Richtig lächerlich. Vielleicht können wir uns Waldnüsse Stern aus dem Casino schnappen, ne? Komm, gönn. Nee. Wir kriegen das Blatt, das wir vorhin schon gekauft haben. Dafür werden wir vermutlich auch nicht besonders viel Geld erhalten, leider. Ja. Ja, gut. Auf so einem niedrigen Level lohnt sich das Casino halt leider nicht. Dann weiter. Das Hähnchen sah schon geil aus. Ja, wirklich so. Harit, danke für 2 Münzen. Kauf dir bitte einen Burger. Ein Cheesy oder was? Ich spare auf einen größeren. Und gesünderen. McDonald's und Co. wird nur noch selten besucht. Besser ist das für den Körper. Also die linke Banshee sieht aus wie eine Oma. Ein Schaden? Und Mario tut so, als wenn ich mir das Bein gebrochen hätte. Alter, ich habe ja wirklich eine unnormale physische Verteidigung anscheinend. Die anderen kriegen 15 Damage, ich einen. Wow. Ja, wie gesagt, der Panzer ist ein zweischneidiges Schwert. Vor- und Nachteile. Nam nam nam, schmeckt gut. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Ja, wir sollten sie auch schnell besiegen, weil jetzt kommen sie nämlich mit ihren Tanzeinheiten. Aber recht erfolglos. Wir können uns dem entziehen. Schön. Level up für Ori. Noch kein neuer Move. Naja, Ori ist halt auch eher so ein Supporter. Ich weiß nicht, ob der auch starke Angriffsattacken erlernen wird. Mal sehen. Wohin hat sich der dunkle Fürst Ganondorf eigentlich zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Die liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Östlich von hier gibt es einen Vulkan? Wir nennen ihn den Flammberg. Es ist ein furchterregender Ort. Aber du wirst trotzdem dorthin reisen, ne? Ja. Du bist so tapfer. Ich wünschte, ich wäre es auch. Wie gesagt, du kannst mich gerne, auf WhatsApp adden. Halt mal die Luft an. Ja, okay.
Hast recht, ich sollte sie vielleicht nicht anmachen, während Judy noch im Team ist. Aber sie ist ja mittlerweile sehr weit weg von mir, weil wir uns zerstritten haben. Bares oder Obst und Süßes? Also wir haben momentan sau wenig zu essen, daher nehme ich den unteren Weg. Und auf Geld können wir jetzt erstmal verzichten, glaube ich. Ich will Obst, kein Bonbon. Aber auch keine HP-Banane. Ich meinte was Richtiges. Och komm, wirklich? Lame. Wieder ein Brief. Oh, lieber Nintendo, die Prinzessin ist glücklich und das macht mich glücklich. Bist du auch glücklich? Das wäre schön. Dein Tingle. Ja, glücklich ist ein starkes Wort. Weiß ich nicht. Ja, nein, aber zufrieden. Level 5 mit der Blume erreicht. Ausgeschlafen in deinem Bademantel, ja? Ich habe WhatsApp noch nie benutzt. BTF. Oh yeah. Was für eine perfekte Harmonie. Okay. Wir drehen langsam durch, glaube ich. Müssen wir mal durchwechseln, das Zimmer. Deine Stats sind ja auch höher gebufft als die deiner Mates. Ja, logisch, weil das Essen, was man gegessen hat, das wird ja nicht zurückgesetzt als einziges. Und deswegen bin ich stärker. So, komm. Ich gehe mal wieder mit Juli in ein Zimmer, damit wir das Problem langsam gelöst bekommen. Und Ori freundet sich mit dem Pferd an. Ich bin glücklich. Ja, es freut mich, wenn ihr glücklich seid. Ich bin das jetzt nicht, weil ich finde, wenn man das sagen kann, dann muss wirklich alles passen. Und wann ist das schon der Fall? Also bei mir jedenfalls eigentlich nie. Aber zufrieden, das passt. Oh, das schmeckt so gut, aber ich habe mein Portemonnaie vergessen. Aber ich dachte, wir wollten uns hier wieder annähern. Das hat jetzt nur so halb geklappt. Aber ein Schritt ist getan. Und Ori bekommt die Kirschblüte. Ich muss sagen, seine Kostüme und Waffen sind bisher sehr nice. Ja, feier ich. Gerne mehr in die Richtung. Und weiter! Vergiss die Level in der Wüste nicht. Ja, ich muss mal schauen, ob wir die heute machen. Es kommt drauf an, was hier noch alles kommt. Ah, das sieht aber schon eher nach Ende aus, oder? Ich weiß halt nicht, wie umfangreich dieser Wald hier ist. Mal sehen. Ach, Moment. Hier, das ist nur ein Bonusweg, wo wir die Steinplatte von Jimmy Newton einsetzen müssen. Okay, dann kriegen wir da wahrscheinlich einen geilen Ausrüstungsgegenstand. Da ist mal wieder ein passender Gegenstand gefragt. Wir haben doch diese Platte hier von Jimmy. Und die passt. Ansonsten hätten wir hier die Mauer auch einfach abfackeln können. Ist ja Holz. Wobei, dann würde der ganze Wald brennen. Das würde er aber auch, wenn der Vulkan ausbricht. Was ja durchaus mal passieren kann. Die Ori-Musik ist sehr schön. Richtig, das ist fast das Geilste am Ori-Franchise. Die Musik. Meine Spielscheine, deswegen bin ich aber nicht hergekommen. Fürs Kämpfen eigentlich auch nicht, aber ist okay. Und wenn euch dieser Stream gefällt, dann gerne ein Like da lassen und Abo und Glocke, so wie es mein Mii sagt. Rated Z, danke dir für die Mitgliedschaft und willkommen auf dem Kanal. Harit lässt nochmal 2 Münzen da. Jetzt kannst du dir einen Veggie-Burger kaufen. Ja, wenn's ein gutes Imitat ist, dann esse ich das schon auch gerne. Ich brauche nicht unbedingt Fleisch auf dem Burger, habe ich gemerkt. Oh!
was ist das denn für ein Hype-Stab? Goldener Stab für Mario. Wie soll es denn bitte noch besser werden? Das ist doch das Geilste, was er kriegen kann, gefühlt. Ulala. Wow. Insane. Ich glaube, ich werde nie wieder wechseln. Das behält er jetzt bis im Endgame. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch was Geileres kommt. Aber mal sehen, mal sehen, mal sehen. Level, fünf verschiedene Stäbe, die bevorzugte Waffe der Priester gesammelt. Yes! Und der Ärger zwischen Domi und Juli ist vorbei. Na gut, also eigentlich wolltest du ja nur den Gegner killen. Ich verstehe das. Habe ich dir doch von Anfang an gesagt. Viel zu futtern habe ich leider nicht, Leute. Wir kriegen kein Essen mehr. Was ist da los? Aber die Chance auf Teufelstörtchen ist relativ groß. Was kriege ich? Eine unnütze Banane. Neue Chance. Und diesmal klappt's. Die waren ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich versuch's nochmal. Auch mit dem Wollkleid wäre ich ja sehr happy. Aber nö, wir bleiben bei den Törtchen. Alles klar. Dann verteile ich die mal. Das mag doch sicher jeder, oder? MP und Magie wird da gepusht. Ja. Mhm. Mhm. Perfekt. Du auch? Yes! Jeder feiert's. Mit dem Goldstab hat Mario wieder gute Chancen bei Juli. Meinst du? Der soll sich hüten. Und bloß nicht mit seinem Gold rumflexen. Ja, wobei so... Mario ist ein Protzpriester. Der hat so einen Palast aus Gold. Was ja tatsächlich einige haben. Ich glaube, Mario sendet Juli bald eine Einladung. Aber dann sollte er nicht diesen Flechttaler tragen, weil ich glaube, dann wird sie instant wieder gehen. Egal, wie viel Gold in seinem Haus ist. Oh, wobei, ich muss den Hate so ein bisschen zurücknehmen. Also, wenn er es angezogen hat, sieht es okay aus. Aber es ist trotzdem... Oder? Ja gut, ich wechsle jetzt auch mal bei ihm. Es harmoniert halt auch gut mit dem Stab. Ist jetzt nicht das Allerkrasseste, aber wenigstens mal was Neues. Was hat Juli dazu gesagt, dass sie im Spiel ist? Sie hat gelacht, als sie gesagt hat, sie ist eine Prinzessin. Es passt nicht zu ihr, aber... Also sagt sie. Aber ich fand's ganz geil. Alle Werte eines Teammitglieds durch Nahrung um den Wert 10 oder höher gesteigert. Ah, und hier geht's sogar noch zu Reisegourmet Wario. Da dürften wir auch wieder eine echte Delikatesse bekommen. Ah, unglaublich! Der Geschmack des Waldes schlägt Wurzeln in meinen Geschmacksnerven. Ah, ich dachte immer, solches Zeug müsse bitter schmecken. Oh, dieser Trunk ist ein wahrer Hochgenuss. Ah, ich befürchte den... ich befürworte den täglichen Verzehr davon. Ja, Wario. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Wario, der Reisegourmet. Hohe Kochkunst gibt auch mich ins Fernen höchster Verzückung. Ah, diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu! Elfentrunk. Ist da Alkohol drin? Aber ey, das wird mit ui, 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 ui angegeben. Ich glaube, so hatten wir noch nie. Bon Appetit! Da. Okay. Ich habe übrigens überlegt, ob wir beim Reisegourmet auch mal den Mii wechseln wollen. Weil ja... Na, ich sag's mal lieber nicht. Ein anderer Charakter würde auch sehr gut passen. Hoffentlich geht alles gut. Diese grüne Fläche ist so groß. Woher kommt das bloß, das viele Moos? Das reimt sich und klingt gut. Hoppla! Ein toller Reim. Ja, siehst du, sag ich doch. Zeit für meinen ersten Gedichtband.
einfach Wodka. Ich glaube auch, dass da bisschen Alkohol drin ist. Allein schon so, wie er gesprochen hat, wirkte er nicht ganz nüchtern. Aber gut, andererseits ist es Wario. Okay, jetzt zeigen die Banshees, was sie drauf haben. Sie haben Mario verzaubert. Oh no, 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 no. Mii-Projektil, Angriff, die müssen weg. Ori, du kannst doch niemals böse sein, oder? Nimm Platz. Und kaboom. Yeah. One shot. Was sollte das? Nein. Wobei. Ja. Mario und Julie sind zerstritten. Es ist safe Schnaps. Ich probier's später mal, ja. Erstmal sollten wir das hier überstehen. Ja, jetzt! Hör auf! Nein, 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 nein! Okay, jetzt sind sie nicht nur sauer aufeinander, sondern richtig wütend! Sowas hatten wir noch nie! Der Kampf sollte so schnell wie möglich enden! Mario, du Drecksack! Baller dich weg! Boom. Also, wenn mich Julie jetzt nicht verehrt, dann weiß ich auch nicht. Mach Ruhezone. Oh, stimmt, wäre 200er IQ gewesen. Ich denke da nie dran, ich bin so lost. Aber gut, dafür haben wir jetzt zum ersten Mal wenigstens die Wütend-Aktion gesehen. Das ist was Neues. Aber ihr habt recht. Ja. Bombt den Chat nicht voll. Ich weiß. Bei einem längeren Kampf würde ich es auch auf jeden Fall machen. Und das wird bestimmt jetzt noch ein paar Mal vorkommen. Dann schmeiße ich ihn sofort in die Ruhezone, bevor was passiert. Aber ich gebe euch recht, das wäre die sichere Variante gewesen. Andererseits, wir spazieren ja hier schon größtenteils gut durch. Bisschen mehr Action darf gerne passieren. Ich helfe dir. Ja, siehst du, jetzt nutze ich direkt die Chance, um mich wieder extrem einzuschleimen. Oh, dieser Kratzer macht sogar allen Damage. Aber dafür haben wir ja unsere Healer. Und ich baller wie wild rum. Bitte auf die Gegner, ja. Julie hilft. Ja. Das sah gut aus. Der Blumenduft. Verletz dich bitte nicht. Schön ins Bein geschossen. Und Epona gibt ihnen den Rest. Hey! So nicht, du Troll! Bam! Erledigt. Aber jetzt werden die Kämpfe wieder schwieriger. Julis Kleid ist voll hübsch. Ja, fand ich auch. Oh, wir haben einen besonderen Tee bekommen. Lecker! Auf Reisen zählt nur Freundschaft. Wow, was geht denn in dem Level ab? Einfach schon der dritte Fight und wieder so ein böser Banshee. Wenn da was passiert, dann tue ich ihn in die Ruhezone. Juli mischt sich ein und schützt Mario. Seid ihr wieder Best Friends? Mich hat's erwischt. Ich muss sowieso in die Ruhezone, weil ich brauche dringend MP. Schafft ihr das? Nein, WTF, Mario geht down. Die anderen auch. Was passiert hier? Ori, heile! Schnell! Und ich muss da raus. Ich muss raus aus der Ruhezone. Wir verlieren den Kampf fast. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Supporter hat, ne? What the fuck? Warte, Streuer! Lass mich die Streuer einsetzen. That escalated quickly? Habe ich jetzt nicht kommen sehen, ihr etwa? Mario, steh auf, Diggi. WTF? Die nutzen aber ihre scheiß Bananen auch einfach nicht. Wenn sie schon weniger als die Hälfte KP haben, dann fress doch die Bananen, Alter. Lost. Spitzenleistung, Mario. Oh, dankeschön.
So schnell kann man am Rande eines Game Overs sein, Alter. Das ist ja echt Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hab ich null kommen sehen. Attacke! Ja, er frisst jetzt wenigstens mal seine Banane. Aber die Streuer, die haben uns gerettet. Schöne Epona-Aktion. Immer noch nicht down. Wow. Okay, ich brauch dringend neue Ausrüstung. Wir müssen stärker werden. Und mehr essen, mehr essen. Ich konnte nichts mehr verfüttern, das merkt man jetzt. Fuck. Die anderen Level waren so easy und jetzt explodiert's auf einmal. Kriegen wir wenigstens Bonuserfahrung hierfür? Oh, Uri lernt Luftstoß. Entfessele einen kleinen Sturm und blase einen Gegner weg. Instant KO? Oder einfach in die Flucht schlagen? Bekommt man dann die EP oder nicht, Leute? Wisst ihr das? Oh, besondere Banshee-Tränen. Ja, okay, jetzt ist es geschafft. Krass. Das war hart. Das war hart. Gleich mal handeln. Also, Banshee-Tränen 2 Sterne. Gibt übelst viel Magie. Gebe ich mal Uri. Yes! Volltreffer. Der Kannibalentee. Mario. Du hast eine Abzeugung vergessen. Ach stimmt, wir müssen nochmal zurück. Du hast recht. Du hast recht. Machen wir gleich. Elfentrunk. MP und Magie. Für mich? Unglaublich geil. Oh, das ist so ganz süßlich, so wie so Holundersaft. Mhm. Aber ja, ich merke auch so, 5% Alkohol haben sie auch beigemischt. Oha, das ist wirklich heftig. Und wird von fast jedem gefeiert. Schön zu sehen. Okay, lassen wir es fürs Erste. Und warum kann ich keine neuen Waffen kaufen? Na, wobei, stimmt. Neues Kleid ist gleich mehr Verteidigung. Das brauchen wir jetzt eher. So, wie war jetzt die Ansage wegen den EP? Bekomme ich die, wenn der Grog den Move einsetzt? Nein, das ist kein K.O., das macht nur Damage. Hä, aber da stand doch wegwehen. Ich finde, die Streuer sind etwas OP. Ja, hast du recht. Aber mal schauen, wie schwierig es noch wird. Judy braucht noch höhere Magiewerte. Ich arbeite dran. Du kämpfst nicht mit Magie. Ja, aber in meinem neuen Gewand, wenn ich mich... Oh, shit. Wenn ich mal eine neue Klasse wähle, dann wahrscheinlich schon. Bananen-Mie-Falle. Ich will halt sehr selten meine Spezialattacken nutzen. Ach nein. Deswegen Bananen-Mie-Falle, okay. Egal. Was für Krog? Habe ich Uri wieder mit Krog verwechselt? Ich komme so oft durcheinander. Peach, Juli, Krog, Uri. Das ist so schwierig. Das sind zu viele Charaktere für mein Gehirn. Hey, Juli schläft ja. Hey, der Film fängt an. Also mir ist es noch nie passiert, in einem Film eingeschlafen zu sein. Aber wenn, ist es ja auch das allergrößte Armutszeugnis, oder? Also, für den Film, meine ich.
Juli, du hast alles verschlafen. Aber irgendwie ist das sehr süß. Level 8. Geben gelernt. Am Ende wird es sehr schwer, da braucht man die Streuer. Dachte ich mir schon. Können wir noch was verfüttern eigentlich? Ja, aber ich denke mal, wir holen schnell die Abzweigung nach, bevor das noch vergessen wird. Ja, die Streuer werden später immer wichtiger. Alles klar. So, das war das Level hier, ne? Jo. Okay. Dann geht's diesmal oben lang, wo mir Geld versprochen wird. Erster Beistand Level 2. Mario und Domtendo reiten auf Epona. Aber hat das irgendeinen Vorteil? Also ich weiß, während man reitet, ist man schneller. Aber was bringt es, wenn zwei auf einem reiten? Steigert das irgendwie die Freundschaft nach einer Zeit oder was ist der Sinn davon? Oh, was ist denn hier los? Alle werden verzaubert auf einmal. Jetzt zeigen die Banshees aber richtig, was sie können, ne? Ich greife dennoch an. Hä, irgendwie ist das unlogisch. Ich wollte doch... What the fuck? Ich habe doch Angriff mit dem Pferd eingesetzt. Warum kann mich Mario dann bitte schön umstoßen? Das macht keinen Sinn. So, und ihr habt recht, die Attacke von Brock ist wirklich eine ganz normale Angriffsattacke. Ist mir auch lieber so. Schön gemacht, Epona. Banshee drehen, Level 2. So, und jetzt der obere Weg. Hast du Hunger, Epona? Du kannst den gerne fressen hier. War klar, dass wir das Geld nicht einfach in der Schatztruhe finden oder so. Alles okay, Juli? Oh, Domi! Heilung! Für dich selber. Toll, Mario. Nee, wir ballern nicht. In einem Kampf gegen einen einzelnen Gegner braucht's nicht. Und ich habe schon wieder Krog gesagt. Yes! Nice. Ihr könnt ja langsam mal eine Liste machen, wie oft ich, die Charaktere falsch benenne. Aber die sehen sich zum Verwechseln ähnlich, oder? Er sieht aus wie Krog, Mann. Das ist so geil. Das wird noch so oft passieren, einfach. Lel. Uri hat sich mit dem Pferd angefreundet. Und er lernt den Reitangriff. Krog ist nicht Uri. Ja. Okay. Ich merke gerade, ich und Uri müssen uns noch mehr anfreunden. Du gehst ins Ställchen. Und ich besuche mal die Bücherei mit Uri. Der neue Stuhl von dir ist mega nice. Danke dir. Freut mich. Ist bequem, ja. Und halt auch geil mit dem eigenen Logo. Oh, so ist es also. Was es nicht alles gibt in Nibel. Aha. Scheint ein tolles Buch zu sein. Ja, ich lerne viel über meine Heimat. Wieso beleidigst du Uri als Krog? Ja, hast du recht. Aber es gibt ja auch gutartige Krogs, nämlich die aus The Wind Waker. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht alle sind ätzend. Okay, Mario schmeckt das Gesöff. Ja, bekanntlich auch. Ultra Buff.
Kannibalentee investieren wir mal in Juli. Oh, nicht gefühlt. Schade. Die Wüstenlevel jetzt machen. Ja, gut. Jetzt ist vielleicht wirklich der beste Zeitpunkt. Weil ich glaube, der Wald ist bald durch. Ah, hier ist sogar noch ein Goldploing. Aber ich glaube, den mache ich ein andern Mal dann. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Abzweigungen vergessen habe. Ich glaube, bei der einen, der hier, da stand, der Weg ist super gefährlich. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich es vergessen, oder? War das nicht so? Bei dem anderen Level, keine Ahnung, was da passiert ist. Schauen wir mal. Ne, hier steht Abkürzung. Aber unten steht sicherer Weg. Hä? Also ist es doch ein gefährlicher Weg, oder was? Aber dem Ganzen sollten wir ja gewappnet sein. Ja, okay, da sind zwei Greifer. Holy shit, das war mal ein Zwischenboss. Ja, moin. Jetzt halt die Frage... Sind wir... nee, das könnte spannend werden. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht schon die Hälfte an Schaden gefressen haben, haben sie aber nicht. Ulala. Ja, wir brauchen viele Supporter-Moves. Und die Panzerung, yes, sehr gut. War es das jetzt? Nein, denn Misty greift ein. Sehr schön. Das ist das Gute, wir haben jetzt einfach 5 Teammitglieder gefühlt, ne? Und Ori weicht aus, dank Marios Hinweis. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Aber wenn sie treffen, dann hart. OMG. Mario, Heilung und Ori bitte auch. Freundschaftslevel ab. Bekannte und kümmern gelernt. Gut, 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 gut. Weiter so. Spannender Fight. Der eine hat jetzt auch erst die Hälfte an Leben verloren. What the hell? Okay, so leid es mir tut, ich muss auf das Mii-Geschoss... pochen. Mario, komm her. Wie soll man das denn eigentlich schaffen, wenn man hier legit beim ersten Mal lang geht? Das ist doch viel zu schwer, oder? Es ist ja jetzt schon viel zu schwer. What the fuck? Blumenduft. Gut, Ori, wir brauchen jede Heilung. Und das Schöne ist halt, dass es die Freundschaft auch immer weiter pusht. Oh mein Gott, nein! Jetzt übertreiben sie komplett. Ori, du kannst doch wiederbeleben. Beleb bitte Mario wieder. Oder soll ich den Streuer benutzen? Ja, okay. Ich glaube, ich benutze den Streuer. Ori kann dann hinterher immer noch heilen. Bruder, ist das schwer. Schnell Angriff. Mii-Projektil. Nee, warte, warte, warte. Den kann ich jetzt tatsächlich auch so besiegen. Oder warte, wir machen 200er IQ. Wildes Geballer. Dann schaden wir dem anderen nämlich auch noch ein bisschen. By the way, wenn Freundschaftslevel up im Kampf kommt, werden beide geheilt. Ach so, ey. Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, das ist nice. Vorsicht. Der Weg ist eigentlich dafür gemeint, dass man sich denkt, easy Abkürzung und dann... plötzlich einfach vernichtet wird. Okay, ich dachte mir schon fast, dass man das nicht schaffen soll, weil das ist... also zum damaligen Zeitpunkt unmöglich. Yes. Auch Level Up mit Domi und Juli. Und stimmt, man wird geheilt. Ist mir noch nie aufgefallen. Danke für den Hinweis. Ganz, ganz wichtig und richtig in diesem Kampf. Rächen gelernt. Ah! Bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ja, es ist auch ziemlich krass hier. Aber jetzt, wo einer tot ist, haben wir es ja eigentlich schon fast geschafft. Und wir unterstützen uns so richtig schön. Jetzt sieht man, dass wir eine Einheit sind. Das ist jetzt so der Moment, den ich feiere. Den wir auch mit den anderen Teams immer mal hatten nach einiger Zeit. Wo man einfach merkt, die sind krass zusammengewachsen. Yeah! Gibt das auch gute Erfahrung? Ja, ne? Mhm, mhm.
Geilo. Und Bonuserfahrung auch noch. Für Nintendo. Kein Level Up. Damn. Ja, hat sich gelohnt, später vorbeizuschauen, glaube ich. Oh, gibt noch einen Preis obendrauf. Ui. Optisch vielleicht nicht der Favorit, aber... Ja, wobei, ist besser als der andere Shit. Fächerwelle macht heftig Schaden, auch ohne Magie-Invest. Jo, ich hab's, glaube ich, am Anfang des Parts schon gesagt. Ich mag diesen Fächerangriff von Juli total. Der ist richtig, richtig gut. 5 verschiedene Talare, die bevorzugte Kleidung der Priester gesammelt. Geilo. Ja, also da kann ich ja wirklich richtig froh sein, dass ich den Weg nicht früher abgecheckt habe, weil ich wäre da safe krepiert. Auch mit dem anderen Team. Also bin ich mir relativ sicher. Obwohl, ja, vielleicht unter immensem Einsatz aller Streuer hätte man es vielleicht irgendwie hingebogen. Aber ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich möchte mich wieder mit Juli vertragen. Ach, ihr seid noch auf Kriegsfuß? Ja, dann tut mal was. Oh, Juli! Diese Musik. Ich war so gemein. Es tut mir so mega leid. Ich möchte mich vertragen, bitte. Ich mich auch. Oh, danke, Mario. Hallo? Könnt ihr bitte aufhören zu übertreiben? Denn es ist immer noch mein Girl, okay? Ich fühle mich gerade wie das 5. Rad am Wagen. Das geht so nicht. Oder sie kommt zu mir. So. Und ein bisschen Futtern ist auch noch drin. Ach nee, wir haben ja nichts mehr. Lul. Huch. Spielhalle? Was rauscashen? Ich probier's mal. Ah, shit. Nochmal. Yalla. Ach, komm, laber nicht hier. Letzte Chance. Es ist doch Betrug! Scheiß drauf. Gehst du zum Pferd? Nee, jetzt gehe ich erstmal mit ihr ins Zimmer. Damit wir uns wieder ein bisschen besser vertragen. Ritzelblume. Ich glaube, ich habe Oris Outfits zu früh gelobt. Wobei, es sieht tatsächlich besser aus als diese leere Blume hier. Das ist witzig. Manche Outfits sind wirklich besser, wenn man sie angezogen hat. Im ersten Moment denkst du dir so, hä, was? Und dann, wenn du sie angezogen hast, uha. Nein, spar die Tickets. Ja, meinst du? Okay, dann höre ich auf, darum zu baiten. Aber komm, wir haben fast 50. Muss ich da echt so sparen? Gut, 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 dann machen wir es so. Der Maulwurfspfad will auch noch erkundet werden hier. Und sogleich gibt's Stress. Mit 4 Maulwürfen. Uff. Harit, danke nochmal für 2 Münzen. Das sollte jetzt für 2 leckere, gute Burger reichen. Ja, ich denke schon. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. Einmal rumballern, oder? Let's go! Ah! Ah, das war Müll. Nur ein Gegner und einmal Ori. Warum will ich immer Krotz sagen? Ich bin so infiziert mit Krogs, ich bekomme die aus meinem Leben nicht mehr raus. RIP. Bin verloren. Sie haben mich zerstört. Level 9! Ah, ich hatte auf einen neuen Move gehofft.
einer, der mal ein bisschen weniger Risiko ist. Oder wenn, dann wenigstens auch ordentlich ballert. Hä, was ist das denn? Haben wir den Silbernen schon jemals gesehen? Ist auf jeden Fall gefährlicher als die anderen. Aber ich bleib mal gechillt. Das hier ist nicht so ein schwieriger Weg wie der andere. Tänzchen ist auch heftig, geil. Nee, ist jetzt nicht so meine Lieblingsaktion eigentlich. Oh, Epona, schön. Einfach 80 Schaden, krass. Vielleicht ist er wirklich ein Grog hinter der Maske. Ich hoffe nicht. Die Crocs manipulieren dich. Sie haben mein ganzes Leben eingenommen und verseucht. Oh, Delibecher 2 Sterne. Lecker. Wie heißt die Fee? Die Elfe, meinst du? Misty aus Pokémon. Abwehr und Tempo. Ja, Juli, ne? Bitte sag, es schmeckt. Ach komm! Aber auch alles, was man ihr so gibt, so was sie pushen würde, fühlt sie nicht. Ist mir egal, du frisst es jetzt. Ich zwinge dich. Uri heißt jetzt einfach Croc. Nein, 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 nein. Das auch wieder nicht. Oh, der Tarnpanzer ist cool. Gönnung. Sogar mit diesem Headset. Cringe. Ah, in Rot finde ich ihn schon am besten irgendwie. Dann haben wir jetzt alles nachgeholt, oder? Doch. Denke schon. Den mache ich, wie gesagt, später, weil ich möchte jetzt zum vermutlich Finale des Waldes, oder? Ist es das? Mal sehen. Ab los! Also ich meine dieses Dungeons. Dann haben wir die dritte Elfe und können den dunklen Fürsten verfolgen. Das östliche Tor ist verschlossen. Ja, mächtige Magie hält es versiegelt. Aber falls du den dunklen Fürsten verfolgen willst, werde ich das Siegel lösen. Oh ja, bitte. Dafür müssen wir jedoch zunächst meine Schwester retten. Wir benötigen die vereinte Magie von uns dreien, um das Siegel zu brechen. Ach so. Na dann, weiter geht's. Ja. Bitte keine Kämpfe mehr. Einfach durchhalten. Oh. Ich lag wohl richtig. Pauline! Sie hat kein Gesicht mehr. Okay, wer ist der Boss? Pauline Eule. Das ist namenstechnisch jetzt ein bisschen kurios. Aber sieht witzig aus, wie immer. Bautz hat sich verändert. Oh, wow. Jetzt haben wir sogar schon Triple-Angriffe, weil wir uns alle so lieb haben. Beste. Nein, es kommt noch einiges. Nee, ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte wirklich nur von diesem Dungeon hier, diesem Waldabteil, dem Finsterwald. Dass es jetzt noch nicht vorbei ist mit Welt 3, das ist mir schon klar. Wahrscheinlich will der dunkle Fürst wieder irgendeine Falle parat haben und die Gesichter klauen, oder? Ich meine, war in den anderen Welten auch so. Da muss man kein Hellseher sein. Vielleicht ist er ja auch gar nicht dort rechts.
Oder es ist etwas Schlechtes, diese Tür zu öffnen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt erstmal volle Pulle auf die Pauline-Eule. Die uns aber gar nichts kann. Weil wir uns alle so krass verstehen. Bereit zum Abschuss. Bam. Treffer bestätigt. Aber das tut mir so weh. Oh. Die Eule führt Mario und die Geistesabwesenheit. Ach, das ist auch schon mit Krog passiert. Mit Ori passiert. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Warte mal. Wer kann diese Probleme lösen? Ich glaube, Mario hat doch so einen Move, der Statusveränderungen aufheilt, oder? Fuck. Ich hätte da schon viel früher drauf reagieren müssen. Aber diese leichte Wolke habe ich jetzt erstmal gar nicht wahrgenommen bei Ori. Naja, solange sich Epona einschaltet. Was bewirkt das denn eigentlich, dass man manchmal nicht trifft? Ja, okay, dass man manchmal wahrscheinlich auch gar nichts macht. Aber wir tun es. Wir sind krass. Wir haben die Eule abgestochen. Kein Problem. War ja sogar einfacher als die Spinne. Kuss, kuss, kuss. Aber wir haben uns halt auch ordentlich gebufft durch die Erlebnisse in der Wüste, ne? Dagegen war das hier ein Kinderspiel. Easy peasy. Danke, meine Lieben. Oris Schlachtruf müsste sein, ich bin kein Krog. Können wir ja echt mal machen, ja. Ach, nur ein paar Kratzer, alles gut. Das tut mir auch so leid, Ori. Ich weiß nicht, diese blöde Blume. Ich verbinde das immer automatisch mit dem Krog. Vielleicht bin ich aber heute auch einfach geistesabwesend. Eventuell liegt's daran. Die Eule hat mich von Anfang an benebelt, Leute. Es ist die Schuld der Eule. Ab jetzt werde ich Ori nie wieder Krog nennen. Ach so, das verringert nur meine Defense, der Move. Ach so. Oh ja, alles gut. Oh, wow. Also, ich bin jetzt nicht der Mega-Pauline-Fan und auch nicht so diese Gothic-Girls. Aber wäre ich alleinstehend, könnte man schon über eine Verabredung sprechen. Sag ich mal so. Ich hatte mich schon gefragt, wann mich jemand rettet. Schwester. Alles klar. Du möchtest nach Osten den dunklen Fürsten verfolgen? Mhm. Genau, das wollte ich hören. Wir warten am östlichen Tor auf dich. Lass uns nicht warten. Komm mit, Misty. Alter, alleine wie die mit ihrem Hintern wackelt. Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Misty hat dein Team verlassen. Ey, solange Pauline jetzt joint, alles gut. Elfen-Pauline forever! Simp. Ja, ich stehe dazu. Aber jetzt ultimative Abstimmung. Welche ist die schönste Elfe? Tetra, Misty oder Pauline? Stimmt im Chat ab. Und Ashri, danke für eine Münze. Dark Zone lässt eine Münze da. Matteo Ultra 2. Tipp fürs Roulette, warten, bis das meiste Gold ist. Ja, das habe ich ja auch am Anfang immer so gemacht, aber ich wollte mir jetzt einfach auf Krampf ein bisschen was rausziehen. Hat nicht so ganz geklappt. Hä, was ist... Hä? Okay. Und auch hier wieder, wenn er es anhat... Ist es geil. Alle drei. Lass ich nicht zählen, die Antwort. Muss ich für eine entscheiden. Okay, die allermeisten sagen Pauline.
Dem würde ich mich anschließen. Platz 2 ist Misty, Tetra sehe ich kaum. Auch dem würde ich mich anschließen. So, haben wir das geklärt, alles klar. Dann, ja, tun wir hier noch was für die Verteidigung und das Tempo. Och, wieso mögt ihr das denn alle nicht? Okay, Ori sagt, das ist ganz geil. Und die Nüsse mag er ja auch. Der ist noch für mich. Tipptopp. Dann wären wir für heute fertig mit Miitopia. Wie es weitergeht, erfahrt ihr das nächste Mal. Danke fürs Reinschalten, für den entspannten Chat, Likes und später noch Kommentare. Man sieht sich. Ciao, ciao. Schönen Tag noch.